Was verursacht Blasenkrebs bei Männern? Die Blase ist das hohle Organ im Becken, das zum Aufbewahren und Sammeln des von den Nieren produzierten Urins verwendet wird. Blasenkrebs tritt bei Männern aufgrund der Akkumulation und der Zunahme der darin befindlichen normalen Zellen auf. In dieser Situation wachsen sie ohne Einschränkungen weiter und verursachen schließlich ernsthafte Blasenprobleme. Wenn die Zellen wachsen und sich sammeln, bilden sie einen Bereich anomaler Zellen, den sogenannten Tumor, der entweder krebsartig oder gutartig sein kann. Diese abnormalen Zellen entwickeln sich weiter und werden viel größer, wenn sich die anderen Zellen ansammeln. Diese Zellen verwandeln sich in Krebstumore und können sich leicht in der Blase sowie in den umliegenden Bereichen des Körpers ausbreiten. Dies bedeutet, dass sich Blasenkrebs bei Männern auf andere Körperregionen ausbreiten kann. Es kann auch verschiedene unbekannte Ursachen für Blasenkrebs bei Männern geben, beispielsweise das Rauchen, das mit dieser Art von Krebs in Verbindung gebracht wurde. Dieser Krebs ist auch ein wichtiges Anliegen für Menschen, die in der chemischen Industrie arbeiten, da die Chemikalien gefährliche Wirkungen haben können, die Blasenkrebs verursachen können. Verschiedene Rassen haben unterschiedliche Prozentsätze und Risiken, um diese Krankheit zu entwickeln. Menschen afrikanischer Abstammung haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Blasenkrebs zu erkranken als Asiaten. Diese Krankheit ist bei Männern viel häufiger als bei Frauen, ungefähr doppelt so häufig wie bei Männern. Die anderen Gründe könnten familiärer Hintergrund, frühere Medikamente und Strahlenbelastung sein. Es gibt einige grundlegende Symptome, die auf Blasenkrebs bei Männern hindeuten. Das häufigste Symptom, das die Ursache für Blasenkrebs sein könnte, ist Blut im Urin. Die anderen Symptome sind das Gefühl von Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen. Aber auch diese Symptome könnten Anzeichen für andere Nieren- und Blaseninfektionen sein. Schmerzen im unteren Rückenbereich und das Gefühl der Befriedigung nach dem Wasserlassen sind ebenfalls die Symptome dieser Krankheit. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden für Blasenkrebs bei Männern. Die Chirurgie und Strahlentherapie ist eine Methode zur Behandlung dieses Krebses, bei der nur der betroffene Bereich zerstört wird. Die andere wirksame Methode ist die Chemotherapie, bei der die Krebszellen im gesamten Körper abgetötet werden. Die biologische Therapie ist die Behandlungsmethode, die zur Behandlung der Krankheit angewendet wird, indem die infizierten Zellen oder der Tumor durch die natürlichen Abwehrsysteme des Körpers getötet werden. Menschen können sich vor dieser gefährlichen Krankheit retten, indem sie einen gesunden Ernährungsplan einhalten, mit dem Rauchen aufhören und mehr Flüssigkeiten trinken.